Oh, ich glaube, der kommt zu mir. Er will sich rächen. No, 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 no. Oh, nicht gut. Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An diesem wunderschönen sonnigen Tag. Hier bei uns an unserem gemütlichen Flüsschen. Die Schildkröten schwimmen schon wieder. Und letzte Folge war ja so ein bisschen schmerzhaft hier bei uns. Man sieht es auch noch so ein bisschen an der Rüstung. Die ist nicht mehr ganz frisch. Und wir haben gemerkt, dass man sich besser nicht mit Brüllmonstern anlegt. Jetzt habe ich da hinten gesehen, das Brüllmonster ist immer noch unterwegs. Ich gehöre nämlich scheinbar nicht so ganz zu den Typen, die aus ihren Fehlern lernen. Sondern wir rennen einfach weiter mit dem Kopf gegen die Wand, bis die Wand aufgibt. Ich habe mal die Steinbauteile gelernt und habe hier so ein Packen hergestellt. Und jetzt bauen wir hier so einen Käfig für das Brüllmonster und dann schauen wir, dass wir das da reinlocken und zähmen. So ist der Plan. Ich weiß ja nicht, ob er die zähmen kann. Ich hoffe es einfach mal. Ich stelle das Ding jetzt hier auf. Ich glaube, das ist da im Wald, weil ich habe da vorhin Bäume fallen sehen. Das muss noch in der Nähe sein. Hier ist, glaube ich, nichts anderes, was Bäume umschmeißt. Bam, bam. Und dann machen wir einfach außenrum. Oh ja, da ist es, ich sehe es. Bam, Wände. Oh nee, das ist nicht gut. Das muss wieder raus. So. Oh, ich mag es nicht. Das kommt schon wieder. Hat es mich gerochen? Ich bin mir nicht sicher. Es knurrt. Es hat mich angeknurrt. Oh, ist es da. Das ist so schnell und so laut. Und es brüllt. Jetzt müssen wir warten, bis es ein Stück weg ist. Ne? Das ist jetzt ein bisschen zu nah an der Falle dran. Ich vermute, dass das alles ein bisschen schwieriger wird. Also wir werden wahrscheinlich ein paar Anläufe brauchen, bis es klappt. Der frisst gerade irgendwie die Schildkröte, ne? Wollen wir vorbeilaufen? Weil wenn die Schildkröte in dem Moment gefressen wird, wo wir vorbeilaufen, dann sind wir der Nächste. Das muss man halt wissen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube... Ja, sie ist tot. Ich glaube, hier sind keine Piranhas mehr unterwegs. Ich habe die alle weggemacht vorhin. Jetzt brüllt er schon wieder. Jetzt will er den Pelagornis. Hoffentlich lockt er ihn so ein bisschen weg. Nee. Der ist jetzt direkt da, wo wir ihn haben wollen, aber der Käfig ist noch nicht fertig. Was machen die Fische denn? Ist das die Schildkröte? Ich glaube, das war die Schildkröte, ne, die da so rumgeplanscht hat. So. Jetzt schauen wir mal, was der macht. Ich beobachte den mal ganz vorsichtig. Ja, der ist immer noch da. Aber er geht jetzt ein bisschen weiter. Jetzt hat er irgendwas gesehen, okay. Dann hoffen wir mal, dass er abhaut. Wir schleichen uns wieder vor. Die Wände haben wir. Wir stellen mal um und bauen da so eine Tür ein, dass ich auch rauskomme. Der Plan ist nämlich, dass ich da reinlaufe, den mit reinlocke und dann wieder rausspringen. Müssen wir halt mal sehen, ob das funktioniert, ne? Machen wir mal zwei Türen, kostet ja nichts. Und dann machen wir auf der anderen Seite so einen Zugang. Sind die lang genug? Oh, die sind ein bisschen kurz, ne? Reicht das? Ja, für ihn reicht das, weil der kommt ja überall hoch, ne? Also für ihn müsste das reichen. Wir müssen halt ein Stück springen. Und wenn wir da drin sind, sind wir vor allem sicher. Aber wenn... Ja, eigentlich sollte er drin landen, das ist der Plan, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich bin super gespannt, ob es funktioniert. Wir nehmen auch die Tranks dann mal auf den, auf die Armbrust, weil das einfach ein Riesenmonster ist. Ich glaube, der braucht ordentlich Pfeile, bis der aufgibt. Und dann versuchen wir, den jetzt da reinzulocken. Ich denke, das könnte für uns auch ganz gerne mal tödlich ausgehen. Wir müssen so ein bisschen schauen. Der ist viel schneller als ich. So viel wissen wir schon. Ich werde ihn jetzt einfach so ein bisschen mit Pfeilen piesacken. Okay, der kann nicht schnell schwimmen. Das ist gut zu wissen. Im Wasser ist er ziemlich langsam.
Aber sobald der irgendwie Boden unter den Füßen hat, ist alles vorbei. Was macht der denn da draußen? Der ist zu weit weg. Der säuft uns noch. Er kommt, glaube ich, zurück. Oder? Ja. Das sieht aus, als würde da irgendwie so ein zackiger Felsen schwimmen. Oh, der will die Schildkröte da oben, glaube ich. Der ist nicht super schlau. Ich habe ihn gepiekst. Er hat aber, glaube ich, nichts gemerkt. Kommt der jetzt hoch? Nee. Der kommt da nicht hoch. Der hat keine Chance. Die Schildkröte kommt runter. Ich glaube, die Schildkröte holt ihn sich. Oh oh. Was läuft hier? Pieks? Der will die Schildkröte. Der lässt sich nicht ablenken. Das ist ja eigentlich ganz gut. Dann machen wir schon mal so ein bisschen Vorarbeit. Oh oh, jetzt kommt er aber. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Wir sind schon sehr nah dran. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, Kampfmusik. Kein gutes Zeichen. Wir gehen es ganz entspannt an. Ich will auch nicht, dass der im Wasser jetzt einschläft oder so. Oh, ich glaube, der kommt zu mir. Er will sich rächen. No, 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 no. Oh, nicht gut. Lass mich. Nein, nein, nein. Wir haben nicht mehr weit. Jawohl. Erwischt. Es hat geklappt. Oh. Kommt, der kommt da nicht raus. Der kommt da nicht raus. Oh. Der ist riesig. Was macht der? Er ist verwirrt. Puh, der sieht super fies aus. Der hat so riesige Pranken, ne? Wieso? Die benutzt er doch gar nicht. Oh oh. Hoffentlich reichen die Pfeile aus. Wir haben nicht mehr so viele. Das sind doch die Tranks, oder? Nicht, dass ich die falschen verschieße. Schauen wir nochmal. Trank Arrows? Trank Arrows. Das wird nicht mehr angezeigt, welche das sind. Ne? Man sieht nur das Symbol. Der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Hey du, was ist mit dir? Gibt's dich noch? Nein, er ist gestorben. Was für eine Ressourcenverschwendung. Kann man die doch nicht zähmen? Was ist denn mit dem passiert? Okay, also es gibt immer noch diese total verrückten Grafikbugs. Oh Mann. So ein Reinfall. Dafür haben wir unser Leben riskiert. Der hat noch Teile von unserer Rüstung an Bord. Healing Venom. Das war, glaube ich, ein Ceratosaurus, ne? Oozing Toxins. Okay. Giftige Stacheln. Mhm. Na gut. Dann war's das jetzt mit dem Brüllmonster. Wir haben unsere Ruhe, aber wir haben auch kein Brüllmonster, ne? Das ist doof. Man hat nicht so richtig gesehen, wie verwundet er war, ne? Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten sollen? Das ist immer schwierig zu sagen. Dann wissen wir jetzt, dass die sehr schwer zu zähmen sind. Der kann eigentlich nicht so sehr verwundet gewesen sein. Der hat nur gegen Schildkröten gekämpft, ne? Oh Mann. Ich glaube, die Box, sollen wir die abbauen? Sollen wir die stehen lassen? Ich würde die erstmal stehen lassen und wenn wir wieder irgendwo so einen Ceratosaurus erspähen, dann können wir die ja mitnehmen und dann probieren wir das nochmal. Ich habe jetzt 20 Narkopfeile an den verschwendet. Allein heute. Und es hat wieder nicht geklappt. Das wäre schon schön gewesen. Gibt es denn eigentlich einen Sattel für die? Das können wir mal nachschauen. Cerato? Ja. Also die müssen zähmbar sein. Irgendwie. Irgendwie muss man die zähmen können. Wir müssen nur noch rausfinden, wie. So, jetzt stellen wir erstmal wieder ein paar frische Narkotics her, bevor wir wieder aufbrechen. Momentan alles ein bisschen schwierig. Wir kommen nicht so wirklich gut voran. Aber
Da hilft nichts, wir müssen einfach dranbleiben. Und jetzt wird es auch Zeit, dass wir mal so ein paar der wichtigen Dinos zähmen. Wir haben immer noch keinen Dödi gefunden, da müssen wir mal ordentlich weitersuchen. Ich habe ordentlich Beeren gesammelt, damit wir Narkotics herstellen können. Die Meros heben wir mal alle auf. Die anderen Beeren sind jetzt nicht so wichtig momentan. Können wir so ein paar von allen aufheben. So. Die packen wir dann alle in die Feeding Trough. Und der Rest, der kann eigentlich liegen bleiben. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. So. Und ihr bleibt mal hier stehen. Wir schleichen schnell zur Feeding Trough und machen die voll. Bam, bam, bam. Genau, und dann brechen wir wieder auf. Das wird dann wohl mal eine längere Expedition, dass wir mal schauen, dass wir ein paar Tiere zähmen, dass wir ein Dödi finden, vielleicht ein gutes Trike. Hier ist wieder eine Trike-Familie bei uns unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo die gerade hin ist. Die stand eigentlich direkt bei uns hier drin die ganze Zeit. weiß nicht, wo die sind. Da hinten. Genau, das Baby-Trike und Mama-Trike, die sind Level 55 oder so, ist für uns jetzt nicht so spannend. Bei uns hängt auch noch ein Trike mit dem Kopf hier durch die Wand. Das ist jetzt auch nicht mehr da. Das war so ein 50er oder so. Also hier sind viele Trikes unterwegs. Aber wir suchen, denke ich, schon was Besseres inzwischen. Dass wir dann auch mal was finden, was so ein bisschen länger bei uns bleibt. Weil hier ist es halt doch gefährlich. So ein Ceratosaurus, das wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein, den wir finden. Also da müssen wir so ein bisschen darauf vorbereitet sein, dass wir mit denen noch öfter zu tun haben. So, den Bogen können wir eigentlich mal rausschmeißen für einen Moment. Die Armbrust hat schon wieder gelitten. Das hat alles schon wieder gelitten. Die Sichel würde ich auch mal hier lassen. Die brauchen wir eigentlich immer nur zum Fasern sammeln. Die Keule nehmen wir mal mit. Und dann würde ich sagen, brechen wir wieder auf. Wir haben ordentlich Health. Da gehen wir mal so ein bisschen in Gewicht noch, oder? So. Und wie sieht's mit Fiedel aus? Fiedel ist, glaube ich, auch leer, genau. Gehen wir auf 1000 Hitpoints. Und dann gehen wir hier auch so ein bisschen auf Gewicht. Fiedel ist Level 51. Parzival ist immerhin 184. Das ist schon mal ein bisschen besser, ne? So. Und dann starten wir wieder hier, wie gewohnt, in diese Gegend. Hoch zu den Bibern. Und bei den Bibern gibt es ja auch einen Fluss, der inland geht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter als bei uns. Wir könnten uns noch eine Lederrüstung herstellen, ne? Aber für den Moment gehen wir mal so. Wir haben jetzt ein paar Tranks dabei. Haben wir noch genug Narcotics? Nicht viele, ne? Wir gehen jetzt mal so, wie wir sind. Wir haben ein bisschen was dabei von allem. Und dann gucken wir einfach mal. Aber wir sollten halt noch die Narcotics mitnehmen. Das sollten wir schon machen. Wenn wir jetzt ein bisschen länger unterwegs sind, dann sollten wir genug Narcotic dabei haben. Vielleicht stelle ich noch kurz eine Lederrüstung her, dass wir perfekt equipped sind. Waffen haben wir ja dabei. Die Armbrust sollte erstmal halten. Ja, und wir brauchen dringend so ein Dödi, weil ich musste das ganze Steinzeug musste ich von Hand sammeln. Das ist ein Riesenaufwand. Ja. Ich hole mal fix noch eine Rüstung und die Narcotics. Da haben wir ja richtig viele am Start. Genau. Und schlechtes Fleisch bräuchten wir dringend wieder. Vielleicht können wir da sowas aufsplitten hier. Machen wir hier mal so ein... Ah, das geht so nicht. Müssen wir woanders machen. Vielleicht eine extra Storage hinstellen oder wir machen das hier in der Smithy. Vielleicht geht's da. Transfer, Track, Drop. Nee, das geht nur im Inventar, glaube ich, ne? Split Stack. Oh, das ist fies. Das geht nicht mehr in den Storages. Na gut. Da können wir jetzt nichts dran machen. Dann müssen wir so Feeding Troughs mit Fleisch voll machen und warten, bis das alles schlecht wird. So, Fidel Castro kommt auch gerade. Wir sind jetzt wieder hier bei den, in der Biberregion quasi. Hier sind noch keine neuen Dämme. Da vorne sind ein paar Schildkröten, ne? Aber keine Biber. Und wenn wir hier inland gehen... Oh, da ist ein Biberdamm. Ich habe einen Biberdamm gefunden. Und irgendwas greift den Parasaurus an. Ein Dillo, okay. Nichts Schlimmes. Der Dillo, der... ist harmlos. Da ist ein Biber, ne? Okay. Die Biberdämme lassen wir mal für einen Moment stehen. Oh, da ist der Dillo. Man sieht hier gar nichts in den Büschen. Bis ihn. Jawohl. Okay. Das war nicht ernst gemeint. Du solltest ihn nur töten, nicht fressen.
bist doch gar kein Fleischfresser. Hast du jetzt... Hast du ihn gefressen? Nee. Okay. Also wir treffen immer unseren Biber. Aber nicht den Dillo. Wir probieren das nochmal. Jetzt geht's. Okay. Gut. Wir brauchen nämlich ganz dringend das Leder. Wir machen ziemlich viele Rüstungen kaputt, wie es aussieht. Da vorne ist der Biber. Da schauen wir mal, was der für ein Level hat. Ist ja nie verkehrt, mal zu prüfen. Und dann schleichen wir uns ganz gemütlich hier in Land. Am Fluss entlang. Und 15, okay. Den können wir später wegmachen. Dann haben wir so ein bisschen Biberfell. Also Leder wahrscheinlich. Kompis. Und natürlich die beiden Dämme zum Looten. Das ist ziemlich cool. Die Gegend hier ist generell ein bisschen unentspannt. Also zumindest war das früher so. Hier konnten, glaube ich, T-Rexe und Allosaurier spawnen. Also wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein Teresino. Das ist jetzt eine eher gefährliche Gegend. Aber halt auch eine, wo es viel zu zähmen gibt. Ne? Und bei uns allgemein hier im Süden ist ein bisschen schwierig. Da gibt es relativ wenige offene Gegenden. Da sind diese ganzen großen Wälder und Hügel. Das ist ein bisschen creepy bei uns. Man sieht da immer nicht weit. Da ist noch ein Teresino. Das ist, glaube ich, ein Baby-Dillo, ne, der da schwimmt. Parasaurier. Da läuft irgendwas. Hier ist ziemlich viel Action. Da ist ein Trike mit Baby. Okay. Schauen wir mal kurz, was die für ein Level haben. Noch ein Kompi. Level 8. Ich glaube, wir schwimmen hier einfach mal rüber. Was war das? Das ist ein Spino. Der hat gerade den Bronto gefressen, glaube ich. Wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen nicht hier lang, sondern... Oh, Kompis. Wir gehen den anderen Fluss im Land. Die Kombis machen wir alle weg. Oh, wir gehen, da kommt der Teresino. Go, go, go. Das ist unentspannt hier. Wir schwimmen hier rechts einmal rüber. Ah, vielleicht sollten wir einfach die Küste entlang gehen, ne? Das ist alles zu gefährlich für uns. Wir schauen jetzt mal hier entlang. Wir brauchen ja auch noch Chitin, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Wenn wir Chitin hätten, könnten wir... Das ist ein Charlico, glaube ich. Da im Wasser. Oder? Sieht so aus. Sieht aus wie ein wütendes Charlico. Dann könnten wir fliegen, ne? Dann könnten wir den Petri satteln. Das wäre auch ganz cool. Ah, der kommt schon wieder. Der muss weg. 55er Dillo. Machen wir den Kleinen einfach gleich mit weg. Ist der Große jetzt auch da? Ja. Das ist alles komisch. Geht du! Okay, jetzt haben wir ein bisschen Prime Meat. Der arme Kleine, ne? Können wir den jetzt hier abbauen? Nö, können wir nicht. Das ist halt ultra buggy alles. die Rüstung packen wir mal hier an Bord von Parzival. Okay, jetzt geht's. Das ist wohl irgendwie so ein Trick, dass man die Sachen, mit denen man nicht interagieren kann, dass man die boxt und manchmal funktioniert das dann. Manchmal auch nicht. Der Bronto lebt immer noch, oder? Hat der den Spino besiegt? Oder ist das ein neuer Bronto? Wir gehen mal hier weiter. Da oben ist ein Baum gefallen. Wir wechseln mal kurz die Uferseite schon wieder. Und da vorne ist ein Stego. Der erste Stego, den wir sehen. Super cool. Ah, da oben ist noch ein Bronto, alles gut. Das ist ganz schön, dass hier viele Brontos unterwegs sind. Die können uns so ein bisschen schützen. Da sollten wir wahrscheinlich darauf achten, dass wir immer so ein paar Brontos in der Nähe haben. Wow. Die machen Höllenlärm. Stego?
Hast du für ein Level? 10. Okay. Das hier war... Was war das mal? Ein Terrorbird. Oh oh. Irgendwas. Libellen. Nicht den Bronto treffen. Ach, das ist ein Schubser, oder? Oh, das ist ein T-Rex. Ich habe mich schon gefragt, wer da so mampft. Der überlebt aber nicht. Die schaffen den. Oder? Schaffen sie den? Ich glaube, sie haben einen geschafft und der andere lag da noch, oder? Waren das zwei? Der sieht ziemlich kaputt aus. Der hat die alle geschafft. Wir bleiben in der Nähe von den Brontos. War ich jetzt hier ein Schubser oder nicht? Nee. Das sind alles Brontos. Ich dachte, ich wäre geschubst worden. Mega viele Libellen. Jetzt holt sich der T-Rex gleich den nächsten Bronto, ne? Ja, der holt sich jetzt den nächsten Bronto. Libellen! Der schafft den doch, oder? Ich weiß es nicht, das... Nee, der schafft ihn. Der T-Rex schafft den Bronto, so rum. Wir sind weg. Okay. Hier ist es noch unentspannter, als ich gedacht hätte. Da hinten läuft irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Auch an der anderen Uferseite ist auch irgendwas. Unterwegs. Oh, so viel Action hier. Das ist eine super spannende Gegend hier an den Flüssen. Aber es ist halt wahrscheinlich zu gefährlich für uns, ne? Da vorne ist ein Paraser. Hier gibt's halt alles. Paradiesisch. Paradiesisch gefährlich. Was jetzt mit dem T-Rex? Ich glaube, der kommt. Ja, der holt sich jetzt die anderen Brontos auch noch. Nichts wie weg. Das muss irgendwie so ein Level 120er T-Rex sein. Der frisst alles auf. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir gucken jetzt mal hier Richtung Spino. Weil ich glaube, der Spino hat es nicht überlebt. Doch, der ist auch noch unterwegs. Okay, also hier sind echt Fleischfresser-Gegend. Hier wollen wir uns nicht zu lange rumtreiben. Dann gehen wir wieder zurück zu uns. Da ist ein Raptor, ne? Ich habe gerade einen Raptor gesehen. Der kommt schon, der sieht uns auch. Da ist noch ein Trike. Was ist das? Libellen oder sowas? Ja, wieder Libellen. Die haben halt Chitin für uns, ne? Was läuft da? Ein Affe ist es. Okay, wir holen uns mal den Raptor. Mal gucken, was das für ein Level ist. Den bolern wir mal und checken den. Da ist er. Gebolert. Okay. Du bist ein Level 100. Okay, das ist gut genug für uns. Ich muss nur kurz die Tranks equippen. Und dann die 7. Das dauert alles ein bisschen lang, ich weiß. Peaks. Und Peaks. Und... Peaks? Er schläft. Okay. Das mit den Raptoren, das funktioniert relativ gut, ne? Ich weiß gar nicht, warum der uns nicht angegriffen hat. Vielleicht war er noch satt. Dann gehen wir mal ein Stück auf Abstand. Und dann kampieren wir hier kurz, bis der aufwacht. Ich glaube, hier ist es safe, oder? Ich weiß nicht, warum wir einzelne Raptoren treffen. Das ist komisch. Die sind doch eigentlich immer im Rudel unterwegs gewesen. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon dreimal so einzelne Raptoren gefunden. Was sind das? Ah, ein Fußstapfen. Wo sind denn die Libellen? Meint ihr, wir finden so eine Libelle? Die wären mega gut für Chitin. Da fliegt, glaube ich, eine, ne? Ja. Da fliegt eine. Nicht mehr lange. Erwischt. Gleich abgebaut. Das hier, das war mal eine. Mega Neurer.
Mega gute Chitinquelle. Eine war, glaube ich, noch im Wasser. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja, die gibt es auch noch. Sogar zwei. Oh, da ist ein Riesenlachs. Habt ihr ihn gesehen? Erzähl, komm mal mit. Dass ich hier nicht so alleine unterwegs bin. Wir könnten hier so ein bisschen durchs Gemüse stöbern und gucken, ob da noch mehr Raptoren unterwegs sind. Und dann warten wir einfach ganz gemütlich ab, bis der auszehnt, dass wir wieder einen coolen Raptor haben. Und dann sollten wir wahrscheinlich einfach noch so ein paar mehr Raptoren zähmen, wenn wir es schaffen. Wenn wir gute finden. Damit wir so ein bisschen schlagkräftiger werden, ne? So, Raptoren sind ziemlich gut, guter Schutz für uns. Was ist das? Parasaurus. Oh, da ist ein Drop da oben. Kommst du mit? Jawohl. Was ist das für ein Drop? Schauen wir mal, was das ist. Ja, das ist ein heller Drop. Der leuchtet ganz gut. Und oh, Fleisch. Und Pfeile. Frank Arrows. Das können wir mal rausschmeißen. Brauchen wir nicht. So. Der löst sich jetzt auf. Super cool. Ich glaube, wir gehen wieder runter. Das ist so atmosphärisch hier, die Wälder, oder? Echt krass. Man sieht immer nur so 5 Meter weit. Da ist ein Patchy Rhino. Oh, da war ein Baby irgendwas. Ein Baby Dodo, glaube ich, ne? Wollen wir so ein Baby Dodo mitnehmen? Erwischt. Aber das finden wir jetzt nicht mehr, ne? War das blöd. Dann hat sich das ja nicht gelohnt. Ich wollte noch ein bisschen Prime Meat mitnehmen. Aber das ist wahrscheinlich gerade wieder buggy und lässt sich nicht abbauen. Und vor allem finden wir das nicht, weil das so klein ist, ne? Seht ihr irgendwo ein Dodo? Ein Baby-Dodo? Das hat nicht funktioniert. Okay, dann lassen wir das liegen. Ja, man sieht halt nur grünes Zeug. Das finden wir niemals. So. Da ist unser Raptor. Was war das? Da war was Großes. Ich hab's trampeln gehört. Oder war das der Baum, der umgefallen ist? Oh nee, es wird wieder heiß. Es hat wieder 50 Grad. Ich hasse das. Der ist ausge... Jawohl, der ist schon fertig. Der Raptor ist gerade ausgezähmt. Mega, okay. Wir hauen direkt ab, weil es wieder zu heiß hier ist. Und weil irgendwas da vorne Bäume umwirft. Und ich weiß nicht genau, was das ist. Und ich will es nicht rausfinden. Ich glaube, das ist der Bronto. Ah, das ist der Bronto im Wald. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal einen Raptor. Und hier kommen wir aber nicht weiter, weil da ist der Spino. Da drüben ist der T-Rex. Die Brontos sind weg. Das heißt, ich glaube, der T-Rex hat gewonnen. Das ist nicht ideal für uns. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich glaube, wir looten die Biberdämme. Auf dem Weg. Und dann gehen wir erstmal zurück nach Hause. Sortieren uns wieder neu. Einmal reformieren. Neu formieren und dann wieder aufbrechen, hätte ich gesagt. Und dann nicht hierher, sondern irgendwo, wo es ein bisschen entspannter ist. Was ist denn los hier? 125er. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Schnell weg hier, da ist der. Oh, da ist eine Ente. Wir müssen von dem Teresino weg. Und die Ente nehmen wir natürlich mit. Hier, Ente. Los. Raptor, hol die Ente. Ich glaube, der Raptor erntet am meisten, oder? Wir werden sehen. Die Enten, die geben uns nämlich... Oh, die sind überall Teresino. Ein Teresino wäre mega, ne? Aber die sind auch gefährlich. Die Enten geben uns Polymer. Das brauchen wir für die Ghillie-Suit. 9 Polymer, sehr gut. Weiter geht's.
Jetzt loote ich hier einfach die Biberdämme und dann kommt der Biber sowieso, ne? Ich hoffe, das ist nur der eine, den wir gesehen haben, der Low-Level-Biber. Wir werden es gleich sehen. So, ich nehme einfach mal alles, mounte auf und dann müssen wir das irgendwie gerecht verteilen, sodass jeder ein bisschen was trägt. So der Plan. So. Oh, da ist ein Biber. Da ist er, der 15er. Mach den weg. Biber gegen Biber. Erwischt. Was ist das jetzt? Oh, da sind Piranhas, glaube ich. Oder was war das? Piranha. Okay. Alles gut, war nur ein Piranha. Noch ein Piranha. Wir sollten den Raptor satteln, aber der Sattel ist zu Hause. Ich lasse den Fisch mal da, wir brauchen nicht so viel Fisch. Wir haben noch niemanden, der Fisch frisst, glaube ich. Ne? Wir haben noch keinen Otter oder so. Und hier war irgendwo noch so ein Damm, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Nichts verkommen lassen. Ja. So, hat gerade gepasst von der Entfernung her. Das Holz packen wir an Bord und passt. Wir können uns gerade noch bewegen. Parzival kann ganz gut was tragen. Dann gehen wir mal hier oben rum zurück. Und knicken dann nach links ab. Wir könnten natürlich noch in die Höhle gehen, ne? Das könnten wir tatsächlich machen. Und noch ein bisschen Chitin mitnehmen, sodass wir uns dann, wenn wir nach Hause kommen, einen Sattel herstellen können für den Petri. Das wäre auch ein cooler Plan. Das ist nämlich direkt hier. Das ist nicht weit. Die sind ultra langsam. Aber wir sind nicht überladen. Das ist ganz normal, die Geschwindigkeit. Das ist Parasaurus-Speed. Oh, da ist noch eine Ente, oder? Nee, ist ein Dodo. Dodos geben kein Polymer. Es ist aber immer noch zu heiß. Ich denke aber, dass es in der Höhle kühler sein wird, ne? Wir probieren das einfach mal aus. Wir brauchen ja auch Kristall, dass wir uns endlich mal ein Fernglas herstellen können. Das wäre auch sehr wichtig. Und das finden wir alles in der Höhle. Weil ich Dion ist unterwegs. Sind wir noch alle dabei? Ja. Sieht gut aus. So. Jetzt müsste gleich der Höhleneingang kommen. Ah, hier ist er. Perfekt. Dann parken wir hier die Dinos. So. Die sollen sich mal gut verteidigen. Da ist noch ein Dillo, ne? Den können wir gleich mal wegmachen. Und das ganze Zeug kriegst du. Pass mal gut darauf auf. Ganzen Beeren brauchen wir auch nicht. Fleisch. Kriegst alles du. Okay. So. Ihr bleibt hier. Wir machen kurz den Dillo weg. Erwischt. Den nehmen wir mit. Und dann gehen wir da rein. So der Plan. So, hier ist es super framey. Das ist der Höhleneingang. Das wird hoffentlich gleich besser. Es gibt hier auch einen unglaublich starken Effekt in der neuen Engine, dass man, also diese Helligkeitsgeschichte, wenn man jetzt rausguckt aus der Höhle, dann sieht man draußen gar nichts, weil es drinnen so dunkel ist. Und wenn man rausgeht, dann sieht man draußen zwar was, aber in der Höhle sieht man gar nichts, weil es drinnen halt dunkler ist. Und dann passen sich quasi die Augen wieder an. Das soll das so ein bisschen symbolisieren, ne? Ich mag das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil wir, wenn wir bei uns im Haus drin sind, dann sehen wir zum Fenster raus gar nichts. Und wenn wir ins Haus reingehen, dann sehen wir erstmal nichts. Dann dauert es, bis wir das Haus innen sehen. Dann müssen wir rausgehen, dann dauert es da auch wieder einen Moment, bis wir draußen wieder klar sehen. Und dann hat man immer dass alles so unglaublich hell ist. Diese grellen Momente zwischendrin, ich mag das nicht besonders. Aber das kann man tatsächlich nicht ausstellen, glaube ich. Das ist einfach so ein neues Engine-Ding. Diese Helligkeitsanpassung. Das ist schon echt cool hier, oder? Super schicke Höhle. So, das nehmen wir mal mit. Jetzt kommt da nämlich auch ordentlich Kristall raus. Jetzt lohnt sich das Ganze. Die Höhle ist extrem framey.
So, ich glaube, mehr nehmen wir dann auch nicht mit, oder? Vielleicht noch ein Kristall so. Das reicht. Mehr kann ich sowieso nicht tragen. Erstmal mal so ein Steak. Oder zwei. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Chitinjagd, dass wir noch ein, zwei Tiere mitnehmen vielleicht. Ich kann ja mal einen Punkt in Gewicht stecken, dass wir noch ein bisschen was tragen können. Das wird nicht viel helfen, aber der Wille zählt. So, jetzt kommen wir gleich nach unten. Da gibt es auf jeden Fall wieder Viecher. Hier oben war es recht ruhig. Jetzt kommen wir gleich in die gefährliche Gegend. Go, go. Genau. Hier können wir jetzt entscheiden, ob links oder rechts. Und rechts waren das letzte Mal viele Tiere. Das heißt, wir gehen nochmal rechts. Mal schauen, ob die noch da sind. Ja, da ist noch was. Hieks! Die kommt. Erwischt. Jetzt müssen wir aber ran und die ernten. Ne? Oh, das sind viele. Oh, die halten viel aus. Oh, ich bin gewappt. Oh, die halten ultra viel aus. Wieso sind die so schnell? No, 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 no. Die sind total... Die sind viel fieser als gedacht. Was hatten die für ein Level? Ich habe die nicht down gekriegt. Okay, das war kein so guter Plan. Ich habe mich einwebben lassen und konnte dann nicht weglaufen. Das war gar kein guter Plan. Okay, da müssen wir kurz hinlaufen. Das ist ja nicht weit von uns. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht so eine Pike herstellen sollten. Aber die Speere sind eigentlich ein guter Plan. Die machen ganz gut Schaden. Theoretisch. Wir bräuchten einen Raptor oder so, mit dem wir da reingehen. Wir nehmen mal den Raptorsattel mit. Der müsste eigentlich irgendwo... War der hier? Mal schauen. Ist da ein Sattel drin? Trike. Nee, der ist, glaube ich, drüben in der Basis. Wir holen mal fix den Sattel. Den Raptorsattel. Dann brauchen wir noch einen Speer. Und dann gehen wir einfach los. Ich glaube, das reicht dann. Dann versuchen wir es wieder. Wir können ja respawnen, unsere Dinos können das nicht. Deswegen gehe ich da auch lieber zu Fuß rein und sterbe dann, als mit einem Raptor, der dann wieder verloren geht. Das ist halt einfach nicht cool. So. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir unsere Spinnen dann auch noch abernten können. Ne? Sonst war alles umsonst. Ist auch nicht gut. Haben wir noch Speere? Nein. So, ich stelle mal fix zwei, drei Speere her und dann geht's wieder los. Fiber, Wood und Flint. Und ganz geschwind sind wir zurück bei unseren Dinos. So der Plan. Ich erspare euch jetzt mal das, was zwischendrin so passiert ist, weil das Video könnte sonst ein bisschen lang werden. Also, da ist wieder ein Ceratosaurus gespawnt. Der hat mich gefressen. Und an der Spinne bin ich auch gescheitert. Das heißt, ich bin schon wieder ein ganzes Weilchen unterwegs. Irgendwas hat mich auch schon wieder verfolgt. Ich glaube, das war so ein Vogel. So, was macht denn hier jetzt bitte ein wilder Biber? Kann mir das mal jemand erklären? Die Leiche da vorne liegt beim Ceratosaurus. Die hat den Deinonychus-Sattel. Und wir gehen jetzt aber nochmal hier rein. Und beim Cerato muss ich mir überlegen, ob wir den wirklich angehen wollen, ne? Oder ob wir nicht auf den Deinonychus-Sattel verzichten. Aber der hat auch noch eine Armbrust und ein paar Pfeile. Also es ist die reinste Katastrophe hier. Wir kommen nicht wirklich gut voran heute. Es gibt immer solche Tage und solche Tage. Und meistens treten die immer im Cluster auf, ne? Da braucht man dann so ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir dieses eklige achtbeinige Ding da zerlegen. Die FPS sind katastrophal. Beste Voraussetzung. So. Seht ihr was? Ich sehe jetzt noch nichts. Okay. Das muss sie sein, ne?
Ich glaube, sie hat gespuckt, ne? Lauf, lauf, lauf! Haben wir sie erwischt? Sie hat so geschrien. Nee, die lebt immer noch. Jetzt haben wir sie. Ich hoffe, das war die einzige. Ich habe nichts zum Abbauen dabei. Wir müssen jetzt erstmal los und unsere Überreste einsammeln. Hey, hey, hey. Da liegt eine Tasche. Das könnte von uns sein. Ja. Das brauchen wir nicht, aber das brauchen wir. Drei Speere. Das ist super gut. Und da geht's auch irgendwie hoch. Ich check das noch nicht so ganz. Hier gibt's irgendwie mehrere Gänge. Muss ich noch rausfinden, wie das mit den Gängen funktioniert. Das sind Skorpione. Wo ist denn die andere Tasche von uns? Die mit dem ganzen Equipment? So weit sind wir doch gar nicht runtergegangen, oder? Sind wir... Wo hat es uns denn das letzte Mal erwischt? Hier unten? Ja, hier muss es gewesen sein. Ich blick da nicht mehr so ganz durch, aber da lag eine tote Spinne, also... Da vorne liegt auch eine. Die haben uns hier irgendwo erwischt, ne? In der Gegend. Seht ihr eine Tasche? Ich sehe nichts. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal unsere Map checken, ob da irgendwie was Nützliches angezeigt wird. Wenn wir M gedrückt halten, können wir rein und raus zoomen. So, direkt hier wird was angezeigt. Das war wahrscheinlich die Tasche, die wir schon... Genau, das war die Tasche, die wir schon leergeräumt haben. Und da wird noch was angezeigt. Aber das ist doch die Tasche draußen, oder? Hier in der Gegend? Oder ist es doch hier irgendwo? Die Spinne kann ich nicht abbauen. Ich habe kein Tool. Das muss genau hier sein. Genau hier muss die Tasche liegen. Ich sehe aber keine Tasche. Wo ist sie? Oh oh. Das war unser gesamtes Equipment, was sich hier irgendwo versteckt und verbirgt. Hoffentlich nicht durch die Welt gefallen ist. Nicht gut. Die Spinne hat ja nichts an Bord, ne? Doch, die hat Equipment. Damit können wir sie abbauen. Sieht so aus, als hätten wir unser Zeug verloren, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen uncool. Okay, also ich habe scheinbar so eine Art Bug entdeckt. In der Höhle kann man wohl die Büsche unendlich lange abfarmen. Das heißt, wenn wir Fasern brauchen, dann kommen wir mit der Sichel wieder. Ich bin nämlich an diesem einen Busch und habe hier schon 250 Fiber rausgesammelt. Das ist cool. Ich habe gedacht, ich baue die Büsche ab, damit ich vielleicht die Tasche wiederfinde. Aber das funktioniert auch nicht. Die Büsche sind nicht zerstörbar. Vielleicht mit dem Flammenwerfer, ne? Wer weiß. Nicht zerstörbar ist ja nicht korrekt. Ich konnte sie nur nicht aufsammeln. Ja, also ich glaube, wir sind da unten das letzte Mal gestorben hier. Ich kann das doch auch einblenden, ne? Kann mal auf die Karte gucken. Da können wir uns das doch anzeigen lassen. Genau. Ist das jetzt... Cancel? Zeigt es immer noch den anderen an. Aber ich will doch lieber diesen hier sehen. Kriegen wir das irgendwie gewechselt? Show, hide? Please. Das wird ja angezeigt aktuell. Aber das hier nicht. Also ich glaube, die Tasche ist verloren gegangen. Weil die müsste ja direkt hier liegen. Und ganz geschwind sind wir auch schon wieder draußen. Und wieder lebendig haben wir unser Zeug wieder, unsere Dinos wieder und sind halbwegs safe. Da drüben ist so ein Dillo unterwegs. Ja, es gab ein Problem und zwar hat die Aufnahme nicht weiter mitgespielt. Und dementsprechend habt ihr jetzt das Beste verpasst. Aber wirklich gut war es nicht. Also, ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Wir schauen mal gemeinsam auf die Map. Und wir schauen am besten mal hier im Inventar auf die Map. Die ist praktischer. So. Ich glaube, wir haben die ganzen Todes... Genau, die Todesanzeigen sind noch mit drin.
Das sind nicht alle, aber noch ein paar. Hier ist ja unsere Basis. Hier ist die Höhle. Ach doch, das sind noch alle, ne? Das ist die Höhle, genau. Also, ich bin nochmal in die Höhle rein. Hab dann da unten die Spinne wieder nicht geschafft, weil das irgendwie so eine Level 100, keine Ahnung, wie viel Spinne ist. Und die hat mich übelst zerpflückt, weil sie mich wieder mit dem Spinnweben erwischt hat. Und dann bin ich nochmal gekommen, hab hier oben dann einen Ceratosaurus getroffen. Der hat mich auch direkt zerpflückt. Das heißt, da liegt noch unsere Armbrust, also eine Armbrust mit Pfeilen und dem Raptorsattel. Das liegt alles hier oben. Und der Höhleneingang ist ja irgendwo, ich glaube hier so in dem Bereich. Genau, und dann bin ich wieder los, hier rum natürlich, hab dann endlich die Spinne zerlegt, hab dann nach langer Suche unsere Tasche wiedergefunden, die zweite Tasche dann auch noch und bin dann wieder raus. Mit den Dinos hier wollte ich zurücklaufen, allerdings ist hier dann Parzival durch die Welt gefallen. Das kann also immer noch passieren, da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, dass euch die Dinos weiterhin durch die Welt fallen können. Das war ja so ein alter Arc-Bug, der eigentlich behoben war. Also mir ist schon seit bestimmt mehreren Jahren kein Dino mehr durch die Welt gefallen. Wir spielen ja quasi durchgehend Arc. Jetzt flackern die Büsche ganz komisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist Parzival durch die Welt gefallen. Ich habe es geschafft, ihn zu retten. War nicht ganz einfach, aber ging dann doch irgendwie. Okay, jetzt geht's wieder. Das heißt, Parzival ist dann noch bei uns zum Glück. Und genau, dann sind wir geflüchtet vor dem Ceratosaurus und jetzt stehen wir hier wieder am Strand von unserem kleinen See hier. Ja, war eine ziemlich verrückte, ziemlich lange Folge. Und das war nix. Dem Parzival als Schnabel getroffen. Mach den mal weg. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Raptor. Den habe ich Carlos getauft. Wir haben... Ich glaube, es wird Nacht, ne? Gute Abendmusik. Wir haben jetzt Chitin, wir haben Kristall fürs Fernglas, Chitin für den Petri-Sattel. Also wir haben ein paar gute Sachen. Carlos hat, glaube ich, ein bisschen Polymer. Das wird schon alles schlecht, aber wir haben ein bisschen was gesammelt. Also es war nicht komplett umsonst alles. War super spannend, super gefährlich. Also es wird, denke ich, spannend bleiben. Der Pfeil ist weg. Na gut. Einfach weil wir... Ja, sobald wir ein bisschen inland gehen, haben wir es mit den ganz großen Viechern zu tun, ne? Dieser Modded Ceratosaurus ist auch so ein Problem. Also Anfängern würde ich empfehlen, die Mods nicht mit reinzunehmen, die Modded Dinos, weil hier sind ziemlich viele von diesen Ceratosauriern unterwegs und die sind extrem gefährlich, haben wir festgestellt. Und am Anfang halt ein echtes Problem, weil ich weiß nicht, ob wir die jetzt, so einen Ceratosaurus mit unserer Truppe schaffen, ne? Kommt halt aufs Level an, wenn es ein Level 100er ist, dann werden wir da schon unsere Probleme haben. Das sollten wir dann gar nicht erst riskieren. Und dementsprechend schränkt es weiter unsere Reichweite ein. An den Flüssen sind überall Spinos unterwegs, teilweise T-Rex haben wir heute gesehen. Also das wird ziemlich spannend bleiben jetzt am Anfang. Wir müssen mal gucken, dass wir uns da irgendwie langsam hochkämpfen. Mit möglichst wenig Verlusten. Bis jetzt hat es noch nicht so gut geklappt. Mal gucken, wie es dann in den nächsten Folgen läuft. Für heute würde ich sagen, lassen wir es damit gut sein. Ich habe getan, was ich konnte, das Ganze noch so ein bisschen in einen Pseudo-Sieg zu verwandeln. Immerhin haben wir Carlos gezähmt. Das ist schon mal ein richtig cooles Upgrade. Wir haben jetzt wieder einen schönen Raptor und auf Carlos werden wir jetzt extra gut aufpassen. Das war's für heute aus Ark Arsa. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark Survival Ascended. Macht's gut und bis dann.